Hi, ich bin's, Froko Lackers. Den ersten Teil des Tutorials habt ihr ja wahrscheinlich schon gemacht. Also habt ihr diesen Lichtkontureffekt bereits angelegt. Heute werden wir das Ganze noch ein bisschen aufpeppen und dem Ganzen noch eine kleine Reflexion am Boden hinzufügen und einen kleinen, aber feinen Leuchteffekt. Viel, viel Spaß! Abonniere noch heute meinen Kanal und läute vor allem die Glocke, damit du künftig keines meiner Tutorials verpasst. So, dann setzen wir unser Tutorial von letzter Woche mal fort und werden hier diese Animation noch ein bisschen, ja, aufpeppen auf jeden Fall. Ihr solltet, wie gesagt, jetzt auch diesen Stand haben. Wie gesagt, ein Wort und eine Lichtkontur, in der das Ganze aufgebaut wird. Wenn ihr das habt, dann halte ich hier mal die Vorschau an und dann fangen wir doch einfach mal an. Ihr wählt jetzt hier die allerunterste Scheinebene, haltet Command bzw. Steuerung gedrückt und wählt die restlichen Scheinebenen ebenfalls aus und schiebt das Ganze hier oben schön zusammen, sodass alles beieinander ist und auch die Buchstaben separiert sind. Wenn ihr das gemacht habt, wählt ihr hier alle Buchstaben aus, drückt dann die Taste T für die Deckkraft, so dass überall die Deckkrafteinstellungen aufgehen. Achtet darauf, dass nach wie vor alle Buchstaben ausgewählt sind. Setzt dann hier euren Abspielknopf auf, ja, ich setze mal jetzt hierher 5 Sekunden und klickt auf eine der Stoppuhren vor der Deckkraft, sodass in allen Ebenen ein erster Keyframe angelegt wird. Wenn das gemacht ist, dann schiebt es ein Stück weiter vor, für eine Sekunde oder ein bisschen weniger, je nachdem, wie ihr das Ganze wollt. Ich setze es jetzt mal hierher. Und wenn ihr das gemacht habt, dann senkt ihr bei einer Ebene die Deckkraft auf 0%. Bei allen anderen passiert das automatisch. Wenn ihr dies getan habt, dann sorgen wir noch dafür, dass wir uns das mal angucken, wie das Ganze aussieht. Und damit auch das nicht ganz so geordnet passiert, schnappe ich mir hier jetzt mal ein Keyframe-Paar und verschiebe diese ganzen Keyframe-Paare wirklich mal ein bisschen wild durcheinander, sodass die halt wirklich unterschiedlich verschwinden, sodass das Ganze ein bisschen random aussieht. Ich schiebe das jetzt mal hier und das werde ich jetzt mal hier hinten hinschieben. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Aber ich denke, das sollte so funktionieren. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt wählt ihr hier wieder mit Command bzw. Steuerung all eure Buchstabenebenen einfach mal aus und drückt nochmal T, damit die Deckkrafteinstellungen wieder geschlossen sind. Wenn ihr das gemacht habt, dann wählt ihr hier euren obersten Buchstaben aus, in dem Fall hier bei mir jetzt das T, und geht dann über Ebene neu und erstellt eine Einstellungsebene. Auf dieser Einstellungsebene legen wir jetzt auch noch einen Effekt, und zwar gehen wir über Effekte, Perspektive und hier unten über Schlagschatten. Und beim Schlagschatten stellen wir jetzt hier als allererstes mal die Farbe ein. Ich setze jetzt mal den Abspielknopf zurück, damit ich meine Blendenflecke sehe. Denn wir sollten uns hier ungefähr am Farbton der Blendenflecke orientieren. Ich versuche das jetzt mal, was allerdings nicht ganz so einfach ist. Ich nehme jetzt hier mal dieses Werkzeug und schau mal, dass ich da in den Bereich komme. Ich nehme jetzt hier mal so ein bisschen, naja, ich denke mal, ich werde diesen Ton nehmen. Aber ich werde den noch ein bisschen mehr ins Rötliche schieben, nur nicht zu weit. Und ich denke, das sollte dann auch funktionieren. Und bestätige das Ganze jetzt einfach mal mit OK. Wenn ihr das gemacht habt, dann ändert ihr hier noch die Glättung auf 20% und den Abstand, also die Entfernung, setze ich jetzt hier auf 4. Wenn ihr das gemacht habt, dann wählt ihr hier oben euren Schlagschatten nochmal aus und drückt Command bzw. Steuerung und D, sodass das Ganze nochmal dupliziert ist. Und dann bei Schlagschatten 2 ändert ihr lediglich noch die Glättung und setzt diese auf 90. Da jetzt noch nicht allzu viel zu sehen ist, sparen wir uns an der Stelle noch die Vorschau, aber ich lasse mal ein bisschen laufen. Ja, sieht doch alles noch recht harmonisch aus. Wenn ihr das gemacht habt, achtet darauf, dass immer noch eure Einstellungsebene gewählt ist und geht dann über Effekte, Stilisieren und dann hier Beleuchten. Wenn das passiert ist, dann setzt ihr hier die Farbe A, also die erste Farbe, mit der Pipette einfach auf dieselbe Farbe, die auch eure Schlagschatten haben. Wenn ihr das gemacht habt, stellt ihr dann noch ein paar Sachen um, und zwar hier bei den Farben ändert ihr auf Farbe A und B und hier unten bei der Reihenfolge schaltet ihr um auf Sägezahn B größer A. Und wenn ihr das gemacht habt, dann brauchen wir noch die Intensität, die ist hier oben, und die setzen wir auf 2,5. Jetzt schauen wir nochmal und jetzt haben wir schon so ein bisschen einen leichten Glow-Effekt. Ja, aber das reicht uns natürlich noch lange nicht. Wir wählen jetzt hier unseren Effekt Leuchten, drücken Command bzw. Steuerung und D, haben jetzt ein Leuchten 2, ändern hier den Radius als allererstes mal auf 120, ungefähr,
vielleicht auch weniger. Also ich gehe jetzt trotzdem mal hier auf, ja, auf 120, 115, sowas in der Dreh, 116. Und die Intensität, die ändere ich jetzt hier mal auf 2. Bestätige das Ganze mit einem Schlag auf Enter. Und abschließend kopieren wir, oder besser gesagt duplizieren wir uns das Leuchten 2 auch nochmal mit Command bzw. Steuerung und D. Hier allerdings stellen wir nichts um, sondern ändern hier einfach alles auf Standardeinstellungen, indem wir hier auf dieses zurückklicken. Und jetzt haben wir so ein bisschen diesen ganzen Glow-Effekt, ja, der doch schon mal ziemlich cool aussieht. Dann werden wir auf Leuchten 2 gehen, in euren Leuchten 2-Effekt hier. Und da drückt ihr einfach bitte mit gehaltener Alt- bzw. Optionstaste auf die kleine Stoppuhr vor der Intensität. Dadurch geht hier unten das Expressions-Fenster auf und in das geben wir einfach Wiggle 2,2 ein, klicken ins Leere und gucken uns das Ganze mal an. Ja, dadurch haben wir jetzt hier so ein leichtes Pulsieren. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt nicht allzu hoch gestellt, weil mir der Effekt so schon ziemlich cool und gut gefällt. Trotzdem nochmal an, wie es dann aussieht, wenn ich den hinteren Wert etwas erhöhe. Schauen wir nochmal. Ja, okay, doch. Wir erhöhen ihn mal. Also wie gesagt, erhöht bei Wiggle das Ganze mal auf 2,5. Und ja, doch, das sieht ein bisschen besser aus. Also das Pulsieren kann ruhig ein bisschen intensiver sein. Dann wählen wir alle unsere Ebenen aus, nachdem wir hier unsere Einstellungsebene geschlossen haben. Alle komplett auswählen und dann erstellen wir mal eine Unterkomposition. Das Ganze nenne ich jetzt Kontureffekt. Und bestätige das Ganze mit OK. Und schon ist alles wieder ein bisschen ordentlicher. Jetzt brauchen wir auch schon wieder eine Einstellungsebene. Dazu, wie gesagt, auf Ebene, Neu und Einstellungsebene. Und da fügen wir jetzt ein bisschen Rauschen hinzu. Dazu gehen wir über Effekte, Rauschen und Korn. Und dann hier unten auf den Bereich Störung. Und dann erhöhen wir hier die Stärke mal auf 12. Und entfernen ganz wichtig hier das Häkchen bei Farbrauschen und gucken uns das Ganze mal an. Dadurch hat es so ein bisschen Kino-Effekt, also durch dieses Rauschen und so ein bisschen körnige. Ja, dadurch kriegt es einfach ein bisschen Atmosphäre, ein bisschen Flair und wirkt nicht mehr ganz so flach und eindimensional, finde ich zumindest. So, so lassen wir das jetzt auch mal. Wie gesagt, Stärke des Rauschens 12 und Art des Rauschens, wie gesagt, hier Farbrauschen benutzen, das Häkchen raus und dann machen wir auch einfach mal weiter. Jetzt brauchen wir ein bisschen Struktur, wir wollen eine Spiegelung, also brauchen wir auch einen Untergrund. Dazu gehen wir hier in unser Projekt, rechte Maustaste, importieren Datei und holen uns mal ein entsprechendes Bild. Das Ganze habe ich natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist jetzt hier in dem Fall so eine Betonstruktur, die ich mir hier in meinen Projektordner ziehe und dann hier in meine Komposition ganz nach unten, da wo sie auch hingehört. Das Ganze sollte eine 3D-Ebene natürlich sein, weil ich das Ganze kippen muss. Dazu machen wir hier das Häkchen bei 3D-Ebene rein. Solltet ihr diese Einstellungsmöglichkeiten nicht haben, klickt ihr einfach hier unten auf Schaltermodi und dann, wie gesagt, hier eine 3D-Ebene. Und wenn ihr das habt, drückt ihr einfach die Taste R, damit wir das Ganze rotieren können. Und dann hier jetzt bei der X-Drehung im hinteren Wert schnappe ich mir das Ganze und schiebe das Ganze auf 90 Grad. Wenn wir das gemacht haben, müssen wir es natürlich noch nach unten bewegen. Dazu benutze ich jetzt hier oben den blauen Pfeil für die Richtung Z. Und wenn wir es dann hier so knapp an der unteren Kante unseres Schriftzuges haben, werde ich das Ganze noch skalieren. Dazu klicke ich hier die Ebene an und S für die Skalierung und werde jetzt einfach hier das Ganze auf die Größe meiner Komposition ziehen, so dass das tatsächlich wie ein Untergrund aussieht. Wenn wir das gemacht haben, drücke ich hier wieder S, damit das Ganze ausgeblendet wird. Jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen heller machen, wobei das hier schon ein sehr heller Beton ist. Aber wir machen es trotzdem mal über Effekte, Farbkorrekturen und Kurven. Können wir jetzt hier einfach noch ein bisschen heller machen. Bloß hier, wie gesagt, übertreibe ich es jetzt nicht, da der eh schon so hell ist. Wenn ihr ein etwas dunkleres Bild verwendet, dann solltet ihr die Kurve einfach hier wirklich ein bisschen höher ziehen. Aber hier für den Effekt werde ich es jetzt hier nur so weit ziehen, da der Beton, wie gesagt, schon sehr, sehr hell ist. Ja, aus dieser Betonfläche mache ich jetzt hier mit einem Rechtsklick auch eine Unterkomposition und sage, das ist mein Untergrund. Und wichtig ist jetzt hier auch das Häkchen, alle Attribute in die neue Komposition verschieben. Das setzen wir und bestätigen das Ganze mit OK. So, dann können wir hier den Untergrund einfach mal ausblenden und machen einfach mal weiter. Ihr nehmt jetzt eure Kontureffektebene mit Command und Steuerung T, dupliziert ihr die und nehmt dann die untere von beiden, das wird eure Spiegelung, also die darunterliegende sein, deswegen hier auch die untere, geht dann über Ebene transformieren und das Ganze vertikal spiegeln mit den Pfeiltasten bzw. Shift und den Pfeiltasten
bewege ich das jetzt hier mal auf eine Position, die mir taugt. Ich bewege es ein Stück weit weg, ungefähr bis dahin. Und das gefällt mir eigentlich schon mal ganz gut. Ja. Jetzt brauchen wir wieder eine Einstellungsebene. Dazu gehen wir über Ebene, neu, Einstellungsebene. Und auf die legen wir natürlich einen Effekt. Und zwar gehen wir jetzt hier über die Effekte Weich- und Scharfzeichnen in den ebenenübergreifenden Weichzeichner. Das ist der. Stellen hier oben bei der Weichzeichnungsebene das Ganze auf den Untergrund um. Und können jetzt hier über diese Einstellung das Ganze so anpassen, dass es uns gefällt. Ich gucke mir das jetzt mal hier in verschiedenen Stufen an. Ich gucke mir auch mal die Vorschau an, damit das Ganze wirklich gut aussieht. Ich glaube, hier kann man ruhig ein bisschen mehr das Ganze krachen lassen, damit es ein bisschen mehr wie eine Spiegelung aussieht. Ja, und so finde ich das theoretisch schon mal gar nicht schlecht. Jetzt gucken wir nur mal, ob das Ganze noch schön nach hinten raus verschwindet, aber ich denke schon. Haben wir ja so eingestellt, dass es schick ist. Ja, also ich würde sagen, das Ganze funktioniert. Ja, wie gesagt, hier über die Einstellung bei eurem ebenenübergreifenden Weichzeichner übers Maximum könnt ihr einfach einstellen, wie diese Spiegelung am Boden aussehen soll. Ich, für dieses Tutorial, lasse das Ganze jetzt mal so, wie es ist. Ja, wenn euch dieses Tutorial wieder gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Genauso freue ich mich über jeden Kommentar. Die meisten Kommentare beantworte ich natürlich auch relativ zeitnah. Wie gesagt, tut euch keinen Zwang an und schreibt mir einfach mal, was ihr von diesen Tutorials haltet. Was natürlich auch noch geht, ist, dass ihr diesen Kanal abonniert. Vergesst dann allerdings nicht, die Glocke zu läuten, damit ihr künftig keine Tutorials mehr verpasst. Und in diesem Sinne bin und bleibe ich euer Frokolakas.